Tag 2, mein Lieber. Korrekt. Hm? Gestern hat ja alles gut hingehauen. Gestern war spitze. Die Beine sind zwar ein bisschen zerkratzt. Ja, diese komischen. Das brennt immer noch. Stachelzeug überall, ne? Ja, alles Stachel. Ja. Steineiche und dann der Stachelbusch. Schlecht. Jetzt hätte ich mit dem Igel gekuschelt. Ja. Ich habe heute früher noch einen rauslaufen sehen. Ja, nee. Heute bist du am Drücker, mein Freund. Ja, eine alte Geist suchen wir. Geld. Geldgeist? Ja. Sollte mindestens 10, 12 Jahre sein, eher 14. Hätte ich nicht so. Ja, 14 ist sportlich, ja. Ja, wir werden kann, soll es hier geben, ja? Sagt unser Guide. Sagt unser Guide und er ist ja der Profi. Er ist der Profi, wir sind hier nur die Mitläufer. Genau, so ist es. Also, wir werden ganz genau hingucken. Ja. Es geht wieder die Berge hoch und runter, denke ich. Das denke ich auch, ja. Und ist ein bisschen anspruchsvoller wahrscheinlich vom Ansprechen her. Die Böcke, auf jeden Fall. Sieht man natürlich direkt. Ne? Bock haben wir relativ schnell gesehen, was passt. Bei einer Geist braucht man Zeit, man muss da ein bisschen gucken. Denke ich auch, ja. Aber wenn du deine Nervenpelz dann noch sauber schießt, ich hoffe es. Dann läuft das. Na, das klappt schon. Haben jetzt gerade ein paar Stück gespottet und Chemie meinte, das wäre eine alte Geist dabei und ja, wir versuchen die jetzt anzugehen. Oh. Die dritte. Ja, hat nicht geklappt, ne? Ging zu schnell. Ja, konnte man nicht kriegen. Ja, vor allem, wenn die einen schon eräugt haben, ja, dann mit Kamera und Pipapo. Die waren schon so alarmiert. Ja, gut, aber. Aber gut, Versuch war klug, aber wir haben schon was Neues gefunden. Ganz genau. Drei Stück unten im Tal. Jetzt heißt es ein bisschen klettern. Ja, jetzt heißt es ein bisschen klettern. Müssen wir mal ganz tief runter? Ja. Guck Boden mal. Der Tatsachen. Richtig. Komm, auf geht's. Ab die Post. Sieht wunderbar, ne? Ja. Ja, schade. No, we don't shoot it. Das ist
Okay, so what did we see? What was it? We see a old female, but behind have a kid, and we can shoot the old female with the kid and one small buck. Okay, also wir haben am Anfang gedacht, es waren drei weibliche mit einer alten Geiß dabei, und dann war aber ein junger Bock und ein weibliches Stück mit einem Kitz. But we could have shot the young buck too. You said we can shoot it. Yes, the young, yeah. Okay, also er hat uns... less 6 years old. Okay, also er hat uns den jungen Bock auch freigegeben. Wir haben uns jetzt erstmal dagegen entschieden, weil wir wollen ja nach einer alten Geiß gucken. Und ja, wir schauen mal. Wenn nochmal so eine Situation kommt, vielleicht entscheiden wir uns dann um. Jetzt haben wir erstmal gesagt, wir lassen es. Wir halten uns an den Plan und schauen erstmal weiter. Okay, let's go. Okay. Ich stand hin, so, guck mal her. Hm? Haben wir gestern noch drüber gesprochen. Hey. Fossilien, irgend so eine Meeresschnecke. Fossilienhunter. Ja, guck mal. Also, eine große, die sieht eine aus, kleine. Das ist ein zerdrückter Kronkorken. Vielleicht ist einer. Der ist allerdings schon ein paar Millionen Jahre alt. Kannst du mal sehen, die waren schön, ganz, oder? Ganz schön fortschrittlich damals. Ja, cool, schön. Hier, Augen auf. Hier gibt es noch mehr. Augen auf bei der Pörsch. Wahrscheinlich rastet unser Geld gleich aus, wenn wir jetzt anfangen, hier Schnecken zu sammeln. Wahrscheinlich. So mal wieder zu Kräften, aber ich bin auch ein bisschen kaputt. Ja, du hast ja auch nichts drauf, außer Zahnbelag. Nein, Spaß beiseite. Päuschen ist schon gut, wir sind ja auch ein bisschen marschiert. Leider vergebens. Du bist leichter hier mit deiner kleinen Carbon-Knifte. Ja, Ultralight, mein Lieber, Ultralight. Ich muss nicht so viel mit mir rumschleppen. Ich brauche auch nicht so eine dicke Pille hier, 6,5 PLC wie du, weil du brauchst ja Reserven, weil du immer so schlecht schießt. Das stimmt nicht. Aber es ist schon, ich habe mir gedacht, wenn es mal weiter rausgeht, ist schon besser. Man hat auch ein bisschen schwereres Geschoss. Und das macht die PRC, macht das schon gut. Aber Quietmoor ist auch eine schöne kleine Stricknadel. Zeig mal deine her. Kleine Stricknadel. Ja, Stricknadel ist das richtige Wort. Guck mal her. Achtung, Vorsicht. Komm, ja, jetzt gib her das Ding. Ne, wenn du hier mal guckst. Das ist schon ein Unterschied, oder? Schon böse Dinger, ne? Ja, ist schon fies. Aber ist bei der Bergjagd auch gut, weil gestreckte Flugbahn, man schießt ja doch tendenziell ein bisschen weiter. Du hast ja... Ich war auf der Bahn. Genau, ich war auf der 300 Meter Bahn, habe V0 gemessen. Aha, okay. Und habe dann das ausgerechnet, und auf 300 Meter waren es 10 Klick. Okay. Und der erste Schuss saß in der 10. Das siehst du, ich auf bin 300. Cool. Ich habe es auch ausprobiert. Ein Hin, drei im Sinn. Warte mal. So ungefähr. Weißt du, ich mache es einfach. Ich will nicht rumstellen, klick, 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 ja, klick, her, kling her, da vergisst es. Ja, du kannst ja rechnen, ich kann nicht rechnen. Genau, ich kann mir, mit Zahlen kenne ich mich aus. Ja. 100 Meter 4 hoch, 200 Fleck, 318 tief. Das heißt, da kann man mit arbeiten. 300 Meter auf dem Steinbock. Muss man nicht nachdenken, das hilft. Und Camo muss da auch hier von, sind ja beide Savage passt 110. Ja, passt richtig gut. Also, nee, bin happy, also damit, wirklich. Also, was die Spanier richtig cool finden, mussten sie alle gleich mal anfassen. Den Lauf. Ist der Lauf. Ja, ja. Sieht ja aus wie so ein Bohrer. Ja. Aber vorne die Bremse. Ja, ja, Haare föhnen damit, wenn ich welche hätte. Ne? Da kannst du auch mal richtig föhnen. Ja, ja. Nee, aber beides. Boah, es wird jetzt hier kalt, jetzt, ne? Frisch. Ja, das Wahnsinn. Heißt, ja, wir müssen uns auch wieder bewegen. Wir haben auch noch ein bisschen was vor. Hat bis jetzt ja nicht so richtig gerockt heute. Hat ein paar Chancen, aber also Chancen nicht, aber Anblick. Ja, Anblick hat man, komm, zweimal fast. Ja, ja. Du, es geht hier ganz schnell, das wissen wir ja. Ja, jetzt werden wir nochmal angreifen.
You see blood. I see. You see also? I see blood. Yeah. Behind the shoulder? Yes, in the shoulder. Ja, habe ich auch gesehen. Auf der Ausschussseite habe ich es gesehen. Das hat doch gepasst, mein Freund. Also ich war gut drauf, aber ich habe nicht. Du bist ja noch nicht ganz sicher, ne? Ich habe nicht zeichnen sehen, aber ihr habt. Also ich bin mir auch nicht sicher. Du hast Schweiß ja, gesehen. Ja, auf der Ausschussseite am Blatt. Ich habe zuerst gedacht, du hättest ihn überschossen. Das hat gestaubt. Weil das hat ganz schön gestaubt. Aber er ist ja dann diese Klippe runter, ne, noch kontrolliert, aber dann habe ich auf der Ausschussseite so einen Fleck Schweiß gesehen. Ja, and also, you saw blood too. Yes. Und der Animal root. Okay. Ja. Und wir haben jetzt doch dann den jungen Bock genommen, weil die Situation war jetzt einfach zu gut. Ne? Ja, war super. Das Licht war super, die waren vertraut. Ja, ist auch nicht so einfach mit dem Film und das war echt top. Unser Gastgeber hat gesagt, schießen. Er hat gesagt, schießen und da wollen wir uns natürlich auch nicht verwehren. Du musstest dich aber auch nicht sehr überwinden, oder? Okay, gehen wir gucken, ja? We can look. Ja? Okay, let's go. Ja, dann. Okay. Ein Glück, ey. Mein guter. Oh. Ja gut, er hat noch ein paar Meter den Berg runter gemacht, ne? Na gut, wo war der? Der war da oben. Ja, ja, du, das ist bergab. 15 Meter. Ja. Ja. Das sind drei den Rest ist so gerutscht. Drei Kreuze, ey. 220 Meter. Du, das... Gut, ist jetzt nicht die Welt, aber ist auch kein Waldstück. Ja, 220 Meter sind 220 Meter. Ja. Einfach ein bisschen unzufrieden mit der Wirkung. Ja, mit dem Kupferling. Ja, aber guck mal, er macht drei Sitze. Ja, aber hinter das Blatt oder so ist normal. Also eben. Top. Oh. Komm, jetzt müssen wir irgendwie da rüberkommen. Hier ist nämlich eine ziemliche Schlucht. Ist gut, wobei hier geht's. Ne? Mal erstmal hier meine. Ich habe ja hier noch die Horchis drin, falls noch Fangschuss, aber das brauchen wir glaube ich nicht mehr. Ja, hier runter und da hoch. We go down in this way. Go. Guck mal da unten. Da liegen, meine ich, liegen Schläuche, da liegt ein Schädel, oder? Ja, und da ist ein Rippenbogen. Ja. Steinbock. Gucken wir auch gleich mal. So. Der wollte jetzt wahrscheinlich auch hier drüber, wie wir. Ja, ich hoffe nicht, dass wir auch da unten liegen. So, wo ist der denn hier runter? Hm? Ich habe keine Ahnung. Er ist hier runter, aber... Guck mal, also. Ah, sehr gut. Okay, ich stehe. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Komm her, mein Lieber. Gut gemacht. Ausschuss ist auch Blatt, ne? Ja, das habe ich wie gesehen. Wie ihr das gesehen habt, ne? Ausschuss. Halt mal meine Kanone, ja. Bitte. Auf mich herkommt. Oh. Nur wieder Blatt. Oh. Ja. Oh ja, da. Schweiß. Ja, ja. Ja, die ist hier richtig runtergerutscht. Oh, wie weich, ne? Very wichtig. Super. So, what is it? 3 or what is it? 4? 4 Jahre, sagt er. 4 Jahre. Oh, er liegt. Ist immer eine große Erleichterung. Ey. Es ist, auch wenn die Jungs gesehen haben, Schweiß auf der Ausschussseite, Blatt, aber immer große Erleichterung, wenn man dann am Stück ist. Ne? Ja, wunderbar, ey. Bin richtig happy. Tippitoppi. So, was wir jetzt machen, Brüche checken wir noch und dann... Genau, deinen Bruch hast du natürlich verdient. Sauber Schuss, 220 Meter, das war schon. Ja, aber top Auflage. 6,5 Creedmoor, mein Lieber. Also. Können wir gleich noch mal, einen kleinen Schlussstrich drunter machen. Ist ne? Nicht ganz die 6,5 PRC. Ja, ja, komm. Ich bin ja auch ein bisschen kleiner als du. Nee, top. Also, was machen wir jetzt wieder? Ja, wir lösen auf jeden Fall die Rückenstränge aus. Gucken, dass Keule. Für die Enkelkinder. Ja. Ne? Genau, okay. Dann machen und dann wir kümmern wir uns das Wildbrett. Ja, machen. Ne? Machen wir uns an die Arbeit. Gut. So, letzter Bissen. Erlegerbruch habe ich schon von Christian bekommen. Mit Liebe, wie immer. Sehr viel Liebe. Letzter Bissen. Hier, guck mal, wir haben sogar Eiche gefunden. Was ist das? Das ist Steineiche. Das ist hier das härteste Holz weit und breit. Stachelt ja auch schön die Blätter. Schau mal hier. Und Eiche hat er ja auch gern geäst wahrscheinlich. Das heißt, der letzte Bissen, der passt auch.
So, wunderbar. Im Besitznahmebruch machen wir später. Letzten Bissen hat er erstmal, dann versorgen wir ihn jetzt, ne? Gut, wunderprächtig. Gedacht. Ja, alles gut gelaufen. Hey, spitze. Top. Bin ich aber auch froh. Und ich erst. Ja? Und ich erst, mein das Lieber. Das war dir kaum anzumerken. Ja, ist immer, man weiß ja nie, ne? Stimmt, stimmt. Wenn das Stück dann liegt, sauber geschossen, dann... Pff. Ja. Kann man gelten lassen. Jetzt futtern? Was? Futtern. Ich hab Hunger. Vielleicht mal so ein bisschen Steinbock-Ländchen. Auf dem Grill. Machst du mir? Komm, du bist doch der Küchenchef. Du bist doch unser Smutje. Los. Ich kenn schon mal die Küchenfee. Ich werde mal vorstellen. Gerade noch im warmen Spanien und jetzt im frostigen Deutschland. Jetzt sind wir wieder in Deutschland angekommen, ja. Ein Jammer. Ich hätte jetzt auch noch 2 Wochen da bleiben können. Das sind wir schon 2. Hätten wir vielleicht ein bisschen Ärger von unserem Chef bekommen, ne? Ja, 14 Tage Dienstreise ist dann doch ein bisschen hart. Wir hätten uns einfach absetzen sollen. Aber es war ja auch eine kleine Bildungsreise. Ja, absolut. Für mich sowieso, ich war ja noch nie in Spanien jagen. Also ich habe es total genossen. Die Landschaft, der absolute Knaller, die Leute. Ne? Das ist ja auch das Schöne an Auslandsjagd. Es ist ja viel mehr als Schießen, man kriegt ja so viel mit, auch über die Jägerei. Wie packen die das an, das Wild, die Pflanzen. Ja, das war schon richtig. Die kleinen Steineichen, die uns gepiekst haben, ne? Ja, ja. Rosmarin, Thymian. Nein, ich sage immer, so eine Auslandsjagdreise, das ist besser als Urlaub. Weil du bist näher dran, du bist näher an der Bevölkerung, das ist kein Touri-Gedöns. Ja. Und du bist halt auch ganz nah an der Natur. Ne? Überleg mal, wo wir rumgeklettert sind durch die Berge, da läuft halt kein Touri lang. Nee, war der absolute Hammer. Und Steinwild, sowieso grandiose Wildart. Müssen wir vielleicht mal überlegen, was wir nächstes Jahr machen. Vielleicht finden wir noch mal was Schönes. Ja, ich bin mit dabei. Ja.